Alex. Was hält dich auf? Also, ich reiß mir den Arsch auf, um die Schulden von so einem Psychopathen zu begleichen. Ich bin sauer auf Harry und brauche dringend eine Dusche. Ich hocke schon seit Tagen in der Kiste. Reiß die Zähne zusammen. Es gibt noch mehr Arbeit. Check deine Karte und bleib am Ball. Zoe out. Genau. Moin moin zusammen zu einer neuen Folge The Crew. Und diesmal, nachdem ich im Off ein bisschen gefahren bin, um auch Punkte einzusammeln und die Map weiter freizuschalten, unter anderem diese Antennen, war es einfach ätzend, dass ich keinen richtig Vierrad angetriebenen Geländewagen habe. Und deswegen machen wir daraus jetzt einen. Ja, weil den Skyline, der nicht gerade so schlecht ist, der braucht ja, den kann man umbauen auch zum Geländewagen. Und das werden wir jetzt tun in dieser Folge. Wir fahren dahin, ist ja ins Eck. Toll, wieder mal hier ein paar Grafikbugs, dann machen wir das so. Ja. So mit 2 Kilometer fahren wir in diese Ansicht hier. Ja, geht es gerade aus? Ja, geht gerade aus. Ja, dann machen wir einen Geländewagen. Habe ich einen Fehler angetrieben, Geländewagen, weil je länger ich warte, desto länger ist einfach auch scheiße im Gelände, denn ich muss das Auto hier auch löffeln. Ich kann zwar jetzt dann Deine sofort. Sind online. Ja, ja. Mit ihnen doch eine Crew. Die im Hauptquartier befindlichen Teile einbauen. Aber die sind ja meistens schwächer als das jetzige Auto. Ich bin in Stufe 39. Das ist mit PvP gelevelt. Sehr easy. Aber die Autoteile sind ja viel zu schwach. Das heißt, ich muss ja mit dem Geländewagen dann auch noch leveln. Und diese ganzen Tests da fahren und den ganzen Form, ne? Und warum soll ich da bis 50 warten? Weil man wird in diesen PvP-Lobbys eh mit allen zusammen geschmissen. Also holen wir uns jetzt schnell den Skyline auch als Geländewagen. Da, da vorne sind wir, den Skyline Geländewagen, bauen ein bisschen was rein, was ich mal so habe. Das wäre besser als gar nichts. Ja, und dann hören wir mal. Auch ab zum Geländetuner. So, schau ich mal her. Haben wir hier eigentlich noch? Das ist nur das. Okay, Geländekit wählen, den müssen wir jetzt kaufen, weil Zoe 9000. Gut, das ist der 10er. Tja, wir fahren natürlich Stufe 30, ich bin Stufe 39. Das kostet 15. Naja, jetzt ist er jetzt mal wurscht. Ja, mal jetzt mal die Folge hier. Zack. Komm, kauf. Jetzt rausfahren. Also. Fahrzeug gekauft. Dieser Skyline. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was wir hier so haben. Als erstes gucken wir mal hier visuell. Den will ich jetzt nicht als weiß, weil dann haben wir ja den normalen. Gelb vielleicht? Was haben wir denn da noch? Oh, was ganz was anderes? Zeig mal her. Oder orange? Oder was immer das hier sein soll. Ah. Giftgrün. Jetzt schon wieder blau. Da haben wir ja den Shelby. Hier Froschgrün. Oder mehr so gelb. Dann machen wir einen gelben. Also so ein. Ich sag jetzt mal gelb. Farbe. Dann machen wir hier aufklären. 45.000. Nee. So. Das sind ja hier die oben drauf. Wo sind die? Die sind an der Seite. Okay, das sieht ja gut. Was ist das denn? Wo sind die? Also, komm mal her, kann man hier ein bisschen. Okay. Ne. Die vielleicht? Oder hier irgendwie so ein bisschen viel. Oh. Wieder auch nicht verfügbar. Warum nicht? Warum nicht? Was ist das denn? Ne, das sieht. Oder hier ganz. Nee. Oder das? Oder die? Wir nehmen mal die. So. Kauf. Innenausstattung, was haben wir denn da eigentlich? Das ist nur das, ne? Aluminium. Carbon. Hier so. Mit Gelb. Kaufen.
vorderes Stoßfinger. So, zeig ich mal her. Nee. Okay. Okay, da sieht dann schon. Aha. Oh ne, was soll ich damit in der Schneeschaufel da vorne dran? Nee, Leute. Was ist das hier? Da ist ein Lufteinlässe finden. Das ist fürs. Das ist simpel, oder was? Nee. Will ich jetzt mal nicht. Oh, was anderes. Und das hier? Nee, das hier? Ja, das ist das mit dem Extra. Haben wir den nicht nochmal ohne? Ja, dann nehmen wir das. Schauen wir dran. Windkunststoßfinger. Nee, ich will die 4 aus Tore, weil wegen dem R 45. Was? Gibt's für den eigentlich? Gibt's für den wieder nicht. Auch nicht. Seitenschwelle, was haben wir hier? Hä? Was ist denn da der Unterschied? Ach so. Okay, das will ich nicht. Dann machen wir das so. Nehmen wir dran. Genau. 9000. Heilige Magie. Was haben wir denn da noch? Eine Netzstraße. Rennen auch nicht. Offroad. Ja, komm. Dann nehmen wir hier die schwarzen Offroad-Dinger. Oh, für den gibt es ja mal Außenspiegel. Ah, in Wagenfarbe. Ja, hätte ich gern. Hinterer Flügel. Motorhaube. Na gut, das ist die. Jetzt haben wir aber die anderen Teile ab. Gibt es jetzt nur Carbon zur Auswahl? Okay, da gibt es noch das. Nein. 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 Und das. So, da haben wir erstmal die Optik. Dann gehen wir mal raus hier. Performance. Was haben wir denn da alles noch im Lager? Okay, das ist aber teuer. Das ist das einzige. Okay, 16er und 34er. Grip und das Grip. Braucht's. Ja, ab, gehen damit. Jetzt haben wir einen Verfahrt 538, aber jetzt wird's glaube ich schon Essig, ja. Das war's dann nämlich mit den Teilen und die, ah, hier ist noch was. Auch Grip. Komm hin. Bremsbonus. 548 kennen wir nichts. Die Teile muss ich dann alle sammeln und damit rennen und diese Tests fahren, nichts. Bremsen. 22 die Bremsen, reden damit. Aufhängen, da haben wir mehr Beschleunigung, aber nee, nee, Grip und den Scheiß können wir nicht. Das tun wir auch. Einer mit 573, und hier haben wir wieder. Doch, Hammer. Gewinde reduzieren. Mehr Bremsen, mehr Grip, mehr Beschleunigung, Geschwindigkeit bleibt gleich, das Gewicht reduziert sich. Als eben. Sieht nicht so schlecht aus, oder? Finde ich. Sag mal her. Sag mal her, machen wir hier. Linke Umschaltklasse Nitro tut sich natürlich nicht viel im Demo-Modus. Na egal. Fahren wir mal raus, auf die Gas. Jawohl. Und mal gucken, was wir hier so haben. Nicht zu auffällig, wieso gelb? Ruckelt denn das jetzt wieder? Das kriegen sie manchmal dann nicht hin, so komische Bildzucker da. Kaufe ein Aufkleber für ein Auto. Haben wir noch mitgenommen? Das ist das erste Auto mit Aufkleber. Gibt 100.000 per Fahrzeugteil aus. Das haben wir gemacht insgesamt. So. Wir haben jetzt 589. Haben wir denn. Was haben wir denn hier? An Rinder, wie sagen wir die. Auf frischer Tat leicht, Fahrzeugstufe, was brauchen wir denn da? Street? Nein. Was haben wir noch Schönes? Was haben wir hier oben? Das Harry-Problem haben wir ja schon gemacht. Ach nee, das ist Stufe. Das ist, war ja Stufe, und was brauchen wir hier? Ja, das Gelände. Ja, ich will jetzt nochmal gucken, wie der so fährt. Lass mal schnell gucken.
Nein, kein Schnellkoop, dann kommt wieder irgendein Hey, Heinzel da rein. erinnerst du dich an die gestohlenen Der meint, Five wir Ten machen hier Schnitten? Meinst du die, Faction für die ich Derby oder gerade so eine Geld Scheiße. zusammenkratze? Meine Leute haben gerade einen davon gesehen. Hol ihn dir! Ich fahre jetzt aber mit meinem eigenen Auto, ja? Ich hab den Autodieb. Hey, was ist denn der Grafik los? Ich will den Wagen. Übrigens, je toter er ist, desto besser fühle ich mich. Mann, Mann, Mann. Mach den Kerl alle. Ach, das ist auch noch so ein Ding. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es... Oje, oje, oje. Okay, einlenken ist ganz schlecht. Also irgendwas stimmt mit der Grafik jetzt nicht. Oje, okay. Einlenken will der überhaupt nicht. Jetzt weiß ich nicht, was muss man denn da ändern, damit der Grip... Ich meine, hier, das geht... Hallo, der mich hier überhaupt über den Haufen fahren. Zeig nochmal die Beschleunigung, sonst fährt er da hoch. Okay, der ist lenkungsmäßig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das wieder hier von Ubisoft für diese Prüfung hier, für diesen Test so gewollt ist. Weil lenkungsmäßig ist der unter aller Sau gerade. Was mit der Grafik jetzt, warum die jetzt rumzickt, weiß ich auch nicht. Ehrlich, der ist jetzt also. Ich lenke eben, wie das Auto gerade was weitergefahren hat. Ich lenke ein. Ich zeige euch das mal. Jetzt lenke ich ein. Seht ihr das? Also, ihr könnt das ja nicht sehen. Ich sag's nur sagen. Achtung, jetzt nochmal. Pass mal auf. Lenke. Ja. Volleinschlag, ne? Volleinschlag. Also. Okay, das ist schlecht. Das Fahrverhalten. Wobei das nichts zu sagen hat, weil wir haben ja festgestellt, dass die hier schon öfters. Wollte ich diese Mission eigentlich nicht machen. Das kann man hier komplett vergessen. Kommt man nicht dran. Vor allen Dingen, was mache ich denn hier gerade? 20 FPS? Was für ein Käse? Ah, sind wir jetzt hier wenigstens im Gelände? Nicht ganz, aber ist wohl unbefestigte Straße. Lass uns mal hier kurz fahren. Bin mal gespannt, wie der jetzt hier einlenkt. Pass auf, bestimmt anders da. Das ist doch. Nee. Also. Wie schieben komplett über die Vorderräder ist mir jetzt nicht klar. Das hier zum Beispiel, das ist voll Einschlag. Jetzt nochmal. Jetzt rum. Erstmal braucht ihr eine Sekunde, bis es rumgeht. Bis er sich überhaupt tut, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so soll. Ich mach nochmal, Achtung. Jetzt. Guck mal, wie spät er reagiert. Gut, Traktion ist okay. Nee, fahre ich jetzt nicht. Das muss ich dann nachher nochmal. Hier ging's jetzt, aber. Weiß nicht, wo dran das liegt. Muss ich jetzt dann nachher nochmal in der PvP-Lobby. Testen, ob das da genauso ist. Auf jeden Fall, jetzt halten wir hier mal an. Zack. Vor allem auch mit dieser zitternden Grafik, keine Ahnung. Da haben wir jetzt also unseren ersten vierrädrigen Geländewagen. Die anderen waren ja alle zweirädrig. Ja, der Hot Rod ist zweirädrig, können wir hier mal gucken. Ah ja. Zack. Alle Fahrzeuge. Das ist der Dodge Challenger, den hatten wir ja von. Das ist das erste, was wir gekauft haben und dann immer ausgebaut haben. Der hat ja auch nur zwei Räder, Zweiradantrieb. Und dann haben wir ja hier noch den Hotpot. Ist logisch, dass der nur zwei getriebene Räder hat oder halt eine Achse nur. Aber der ist nicht so schlecht, wenn man nicht zu viel enge Kurven hat. Weil, wenn es dann schneller wird, dann ist der, kommt der schneller aus dem Genick so in, als der Challenger zum Beispiel, den wir jetzt immer benutzt haben. Der Hot Rod war auf einigen Strecken ganz okay. Fand ich. Warum hier? Ich werde jetzt mal gucken, ich werde jetzt mal so 2-3 Runden im PvP fahren. Ich lasse die Aufnahmen so weiterlaufen und wenn sich was ergibt, dann kriegt ihr das online gestellt, weil normalerweise warte ich hier eine Stunde und mehr auf der PvP-Session, die da ausgeht. Also das ist wirklich witzlos. Und dann verlässt ein, zwei Leute verlassen dann gleich die PvP-Session wieder und dann war es das. Also, jetzt haben wir sie. Unseren Skyline-Geländewagen. Und wenn es mit dem PvP jetzt nichts wird, dann mache ich dann die Story-Mission weiter. Die habe ich nämlich noch nicht weitergemacht. Wir müssen nämlich hier einmal dahin.
Da kommt nämlich hier diese... was ist denn der? Der Rallye-Tuner müssen wir hin, da schickt uns die alte hin und hier war da noch irgendwas. Ja, auf frische Tat, genau. Das machen wir dann auch, das kommt dann wieder in der Story-Mission. Ja, die nehme ich jetzt dann auf als nächstes auf, wenn es mit dem PvP jetzt nichts wird, um den Wagen zu testen. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.